Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal Joscho. Heute wieder zum Filmtag am Mittwoch. 2 Wochen ist wieder her. Ja, es sind wenig Videos sind von mir in letzter Zeit gekommen. Ich hoffe, es kommen jetzt wieder ein paar mehr. Ich habe Urlaub die Woche. Ich habe vor ein paar Wochen ein paar Shredder oder Hot Quickies vorgedreht. Da sollte noch was kommen und die Overview habe ich euch auch schon lange versprochen, mal wieder in einen Teil zu bringen und wird auch demnächst kommen, aber ich sage jetzt noch kein Datum, nicht, dass ich es wieder nicht schaffe und dann da, ne? Hey. Jo, dann fangen wir mal an mit meinen gesehenen Filmen. Ich habe angefangen am 22. August mit Ashfall. Da habe ich ja das Mediabook und der hat mir richtig, also gut gefallen. So für zwischendurch mal ein Katastrophenfilm, echt nicht schlecht. Kann meiner Meinung nach aber jetzt nicht mehr die Roland Emmerich-Filme und so weiter mithalten. Ist aber für zwischendurch echt mal ein guter Katastrophenfilm. Also wenn er im Streamingdienst irgendwann drin ist, könnt ihr euch ihn ruhig mal anschauen. Kann man sich mal geben. Ja, dann gestern hatte ich mal Filmdach, habe ich mal 2, 3 Filmchen angeschaut. Als erstes habe ich The Little Things angeschaut bei Sky Ticket. Und der hat mir richtig gut gefallen. Wie hieß der eine Schauspieler Leto, der Jared Leto oder so ähnlich? Und der, also der müsste für die Rolle total einen Oscar bekommen, weil das ist sensationell, was der da abliefert. Auch Denzel Washington und wie heißt der wieder, der Schauspieler von Bohemian Rhapsody. Ihr wisst, wen ich meine, den, der wohl den Freddie Mercury gespielt hat. Malik. Auch sehr gut gespielt, aber der Jared Leto, der wohl den eventuell den Bösewicht gespielt hat. Spoiler. Für mich absolut Oscar-würdig. Hammer. Genau, dann hatte ich gestern noch geschaut, habe ich natürlich auch noch ein bisschen Filmchen an. Unhinged mit Russell Crowe. 7 von 10 Punkte. Guter Film für zwischendurch auch. Ist jetzt nicht so ein Film, den musst du dann nach 20 Jahren sagst, Mensch, das ist ein guter Film. So für zwischendurch echt guter Film. Sollte man sich mal anschauen. Geht jetzt auch in die Richtung von Joyride, in die Richtung. Genau. Und dann habe ich noch, habe ich noch mehr gezeigt im nächsten Update. Greenland habe ich mir noch geholt mit Russell Crowe. Den habe ich noch nicht einmal bei Letterboxd eingetragen. Da würde ich auch so 8,8 von 10 geben. Kann aber meiner Meinung nach auch nicht mit The Day After Tomorrow, Twister oder 2012 mithalten. Ist fürs Menschliche, es geht mehr aufs Menschliche ein als auf die Katastrophe, meiner Meinung nach. Aber kann man sich auch echt mal anschauen. Ich glaube, der kommt jetzt auch ins Sky Ticket 3 nächsten Monat, wenn er den zu Hause hat, ne? Jo, das waren die gesehenen Filme. Mal wollen wir ein bisschen mehr wieder. Und dann wollen wir uns mal anschauen, was jetzt demnächst für Sachen rauskommen. Es kommt sehr viel raus. Schauen wir erst, hoppala, falsche Taste. Dann schauen wir erstmal, was alles rauskommt. Und am Schluss schauen wir nochmal die Gesamtübersicht an. Das wäre jetzt erstmal das, was ich jetzt für mich gesehen habe. Was für mich, was ich eigentlich haben möchte, aber nicht unbedingt mal hol. Fangen wir mal an. Ich sage ja was dazu, ne? Das erste ist Bankjob, kommt im Mediabook raus. Von Leonine wieder, das müssten wieder kleine Mediabooks sein. Gibt es 3 Varianten. Mir gefällt ja das Kinoplakat am besten. Habe ich mir jetzt nicht vorbestellt. Bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich mir die hole, weil das, die, was die Firmen jetzt momentan auf den Markt stoßen, das ist Wahnsinn. Du müsstest ja Riesengeld verdienen, dass das alles reinholst wieder, ne? Und ich will ja auch eh ein bisschen sparen, ne? Ihr wisst. Genau, das war am 8.9. Dann kommt Wonder Woman raus. Da habe ich mir ja schon das Import-Steelbook geholt. Das italienische war das. Und das kommt jetzt auch am 2.9. morgen schon raus. 2.9. Wenn das richtig ist, die Angabe. Ja, wie gesagt, ich kann zum Film noch nichts sagen. Den ersten Film damals gesehen, der hat mir sehr gut gefallen. Und bin mal gespannt, wie der ist. Müsste ich mal auch mal nachholen. Genau. Dann kommt Mediabook raus. Da werde ich auf jeden Fall zu greifen. Auch wenn das wieder so ein dünnes ist, weil das Just Bridge Mediabook, genau wie Fearless, das ja auch so ein ganz schmales ist. Und das, ich verstehe es nicht.
Wieso können die nicht einheitliche Mediabox rausbringen? Ganz einheitliche Mediabox, die einen klein, die einen groß, die einen dick, die einen dünn. Es ist zum Kotzen, die will jeder sich wie Koch, wenn den kleinen, also dass man sagt, die Kleinen sind automatisch Koch, dass die mal jeder weiß, ach, das ist Koch. Jetzt sollen sie doch mehr durch die Qualität zeigen, was drin steckt. Wie Turbine. Turbine ist für mich eh momentan die beste Firma, was Mediabooks angeht. Jo, Napoleon 1999. Also wie gesagt, ich befürchte, dass das wieder so ein ganz dünnes ist. So wie eine Blu-ray, so dünn, so Digipack-artig. Genau. Aber der Film, den hätte ich schon gerne im Mediabook. Mal schauen. Dann ein Emery-Tipp kommt jetzt auch wieder raus. Nicht ohne meine Tochter. Schon ewig nicht mehr gesehen. 3.9. übermorgen. Sollte man auch unbedingt mal gesehen haben. Und kommt wieder neu raus. Cape Light sehe ich gerade, bringt ihr neu raus. Ist auf jeden Fall, würde ich schon sagen, ein Klassiker, ne? Ja, dann kommen die An American Werewolf in London, die Mediabox wieder raus. Also wieder, gab es ja vor kurzem so eine große Box. Und jetzt bringen sie halt für sehr viel verschiedene raus. Und meiner Meinung nach ist das das Schönste. Ich weiß allerdings nicht, ob die noch vorhanden sind im Shop von Turbine. Müsste man mal nachgucken. Genau, und die kommen am 7.9. raus. Gleich später zeige ich euch nochmal die anderen Motive. Dann kommt der Rasenmähermann raus. Der Film hat mir eigentlich damals ja, einigermaßen gefallen. Den meisten gefällt er eigentlich nicht, habe ich so, was ich so gehört habe. Ich werde mir das Mediabook wahrscheinlich nicht holen, aber ich wollte es euch nur nochmal gezeigt haben. Vielleicht interessiert euch der Film sehr, dass ihr den Film haben müsst. Genau. So, dann kommen wir zu der Soldat Chip, so ein 4K. Genau, müsste das gleiche Steelbook sein wie die alten, wo auch schon in der Optik sind, aber die alten waren geprägt. Ich weiß nicht, ob das dann geprägt wieder ist. Ich habe das damals mir nicht geholt gehabt, aber ich werde mir das definitiv holen, weil ich das haben will. Aber habe es noch nicht vorbestellt. Genau. Dann kommt er aus Evolution. Sehr coole Science-Fiction, außerirdischen Komödie, würde ich jetzt mal sagen. Hat mir damals auch so sehr gut gefallen. Spielt ja auch Sean William Scott mit von American Pie oder Dan Aykroyd spielen mit David Duchovny von Akte X. Als einige bekannte Schauspieler dabei. Und den Film kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Wer Science-Fiction-Komödien mag, ist da auf jeden Fall am richtigen Platz. Genau. Dann kommt Forrest Gump im 4K raus. Werde ich mir auch holen. Habe ich auch noch nicht im Mediabook. Im Steelbook habe ich immer noch in der Emery. Und der Film braucht einfach eine gute Verpackung bei mir. Und mal schauen, wie das 4K überhaupt ist. Ne? Jo. Dann geht es weiter zu einem Film Star Force Soldier. Der Film war okay damals, kommt von Koch Media im Steelbook jetzt raus. Den gab es schon mal im Mediabook, das war okay auch. Aber jetzt das Steelbook ist, also finde ich schon mal viel schöner. Koch Media, Daumen nach oben. Also da Steelbook, seid ihr besser als im Mediabook. Genau. Der kommt am 9.9. raus. Genau, und dann gehen wir nochmal alles durch. Das war jetzt so meine Liste, wo ich eventuell haben will oder unbedingt haben will. Und dann sind wir, gehen wir mal hier auch. Genau. Da starten wir ab morgen. Chucky's Baby kommt als Emery wieder raus. Killer's Bodyguard 4K. Super 8 als 4K Emery. Hier haben wir die ganzen Wonder Woman Sachen. Kommt da sehr viel Verschiedenes raus. Genau. Da haben wir den Napoleon nochmal. Nummer 5 Double Feature. Mediabook kommt auch heraus. Und hier haben wir die ganzen American Werewolf Sachen. Da muss man aber aufpassen, weil bei der, die Emery von der, die ist mit 4K und die ist, glaube ich, ohne 4K. Genau, weil bei denen steht HDR dabei und bei den anderen nicht. Genau. Mir würde dann schon dieses
am besten gefallen, dieses Motiv. Genau, da kommen nochmal Ninja-Filme raus. Bankjob haben wir gesagt. Airbot kommt nochmal einzeln raus. Da gab es schon mal eine Zusammenfassung. Das Fenster zum Hof. Steelbook hole ich mir aber jetzt nicht. Genau, das hat man gehabt. Luca kommt raus, aber nur in der Deluxe- und Emery-Version. Star Trek hier noch bei Hardboxen. Verticom 4K Steelbook, da habe ich mehr als das normale Steelbook geholt. Genau. Und dann haben wir hier noch. Da kommen die Ninja-Filme auch als Emery raus, genau. 3-Gula-Filme, wenn es jemand interessiert. Meins ist nicht. Dann schauen wir nochmal, was demnächst noch rauskommt. Kommen auch wieder neue Mediabox. Ja, wie gesagt, das Virus hätte mich auch interessiert. Der Film hat mir damals gut gefallen. Also gut gefallen. Er ist ein Film, den kann man sich schon mal ab und zu mal geben. Es ist jetzt nicht so ein Film, der wo gut ohne Ende ist. Die meisten sagen, der ist trash und so weiter. Also ich finde, das ist gut, ist okay. Ne? Werde ich mir wahrscheinlich doch nicht im Mediabook holen. Dann kommen die Hellboy auch nochmal raus. Da reicht mir, glaube ich, das Steelbook. Aber dazu ja mehr demnächst. Im nächsten Filmtalk am Mittwoch. Mal 22. Gesicht des Todes, Joghurtisch erschienen. Genau. Ja. Ja, da hätten wir das auch wieder besprochen. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was für euch interessant wäre und was ihr euch holen wollt von den Sachen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder, ne? Macht's gut. Haut rein. Servus.